So, Hallöchen. Und zwar sind wir doch heute wieder mal bei SM Pro Audio und hier ist wieder der Pete. Und Pete, ich freue mich, dass du was Neues hast, das V-Rack. Ja. Aber leider, tut mir leid, ich muss ja auch irgendwann mal aufs kleine Örtchen gehen. Und warte mal, da habe ich jemanden für dich. Okay. Was soll ich jetzt mit dem Mikrofon hier? Hier? Ja, dann bin ich mal hier, genau. Ja, ich übernehme für Non-Eric, das ist übrigens der 1. Aprilwitz. Der Non-Eric ist heute der 1. Aprilwitz. Aber Peter, ihr habt doch von SMO Audio was richtig Schönes dieses Jahr mitgebracht. Richtig. Was ist es denn? Man sieht es schon hier im Hintergrund, wir haben das V-Rack. Das ist quasi die Luxusversion der kleinen V-Maschine, aber keine Angst haben. Wir haben das V-Rack ja letztes Jahr schon vorgestellt. Das wird es auch in groß noch geben, also die zwei Höheneinheiten-Geschichte wird halt V-Rack XL heißen. Aber als großer Bruder der kleinen V-Machine ist das V-Rack jetzt hier. Und man sieht es hier oben, wir haben 19 Zoll, wir haben Ein- und Ausgänge, symmetrisch, unsymmetrisch. Wir haben digitale Ein- und Ausgänge und wir haben einen richtig geilen Prozessor drin. Ein Intel Dual-Core. 2,66 Gigahertz. Müssen wir jetzt nicht dieses Intel-Soundlogo einblenden? Oder wie es geht? Genau, das muss man immer machen, wenn man Intel sagt. Genau. Und da laufen alle möglichen Plugins drauf. Richtig, genau. Das Schöne ist natürlich, die Limitierung, wie es bei einer V-Machine ist, hat man hier natürlich lang nicht so stark. V-Machine 1 Gigahertz, ein Single-Core-Prozessor. Hier haben wir einen Dual-Core-Prozessor, also State of the Art. Das Schöne ist, dass alles vom User ganz, ganz einfach aufgerüstet werden kann. Das heißt, wir haben hier 2 Gigabyte RAM drin, also Arbeitsspeicher. Bis zu 4 kann man aufrüsten. Wir haben eine 8 Gigabyte Flash-Disk drin. Aber das Schöne ist, wir haben einen SATA-Anschluss drin. Das heißt, dass der User seine Festplatte zack einfach irgendwie hinten reinbauen kann oder oben oder innen reinbauen kann und seine Libraries drauf hat, installieren kann. Es gibt keine Grenze nach oben. Genau. Und ich habe gesehen, das Teil hat natürlich auch digitale Ein- und Ausgänge und hier symmetrische Ein- und Ausgänge, das Ganze. Jetzt habe ich auch mitgekriegt, dass du mobilen Mastering-Service aufmachen möchtest. Du fährst also von Haustür zu Haustür, hast den T-Rex, die neue Version, drauf installiert und bietest mobilen Mastering-Service an. Aber Spaß beiseite, dafür kann man das doch wunderbar benutzen, oder? Ja, das ist richtig. Das ist das Schöne an den symmetrischen Ein- und Ausgängen, dass wir hier uns natürlich irgendwie in einem Level bewegen, der, anders wie es bei einer V-Machine ist, muss man ja sagen, die für den Bühneneinsatz optimiert ist, beziehungsweise als kleines Keyboard-Live-Playing-Tool gedacht ist, greift natürlich das V-Rack tatsächlich da ein bisschen höher und ist dadurch in solchen Gebieten wunderbar geeignet. Wobei ich muss sagen, Mastering bin ich eine absolute Niete. Ich lasse das Profis machen. Insofern, ich gebe dir das V-Rack mit meinem T-Rex und du machst mir meine geilen Minimal-House-Tracks. Machst du mir zu Ende. Ja, weil Mastern ja das Wichtigste ist. Da wissen wir beide, genau. Ja, ja, klar. Der Track klingt scheiße, aber Hauptsache er ist gut gemastert. Genau. Die Kiste wird beschickt über einen Rechner natürlich. Jetzt habe ich natürlich einen Mac und irgendwie da läuft nur PC-Software drauf. Wie soll das funktionieren? Auch ganz einfach. Und zwar gibt es ja jetzt seit ein paar Wochen oder Monaten schon auch die Mac-Beta-Software. Bei uns auf der Seite als Freeware zum Runterladen. Das heißt, jeder Mac-User kann sie sich runterladen, installieren, seine Windows-Plugins installieren und spielen direkt im Mac OS X. Und dann per Mausklick über Sync an das V-Rack beispielsweise schicken. Das Schöne ist, wir haben hier auch einen Cat5, also einen Netzwerkanschluss integriert in dem V-Rack. Das heißt, ich bin jetzt nicht zwingend irgendwie an den USB-Port gebunden, sondern kann das Ganze beispielsweise über Netzwerk machen, wenn ich keine USB-Ports wegen diversesten Soundkarten und irgendwelchen Filmfestplatten, so wie du sie immer hast, terabyteweise. Genau, das ist ja wunderbar. Ich bedanke mich bei dir. Du hast schön vom Teleprompter abgelesen. Ich auch. Die Fragen, es war alles geplant, was wir jetzt hier gemacht haben. Und was jetzt noch kommt, ist was ganz Geniales. Ja. Der Thiago aus Brasilien, aus Sao Paulo wohlgemerkt, der wird gleich noch ein bisschen eine Show liefern mit den V-Machines. Der spielt gleich, was spielt er? Drums live? Er spielt Drums live, nur aus der V-Machine kommt, lässt sich ein bisschen von seinem iPod begleiten als Backing-Tracks und das muss man einfach gesehen haben, weil das ist wirklich sensationell. Genau, ja, dann schauen wir uns das nochmal an, oder? Ich hoffe, Non-Eric kommt gleich vom Klo zurück. Danke, Non-Eric. Genau. Non-Eric in Spee. Genau. Danke, Peter Schlossnagel von der Kies. Ach nee, von SM Pro Audio. Genau. So, dann war's das. Ne? Viel Spaß noch.